Hallo YouTube, willkommen bei Starfield Tag 10. Wir sind zweistellig geworden, das kommt nicht oft vor, aber Starfield hat es geschafft. Wenn euch die Let's Plays gefallen, abonnieren, kommentieren und liken. Wir legen direkt los mit Tag 10 von Sternenfeld. Ich bin gehypt, ich bin gespannt, wie geht es weiter? Viel Spaß mit den Folgen. Gestern noch diese lange Questreihe gemacht. Die hat uns, glaube ich, schon so 2 Tage gekostet. Also 2 Echtzeittage. Das sind, ich glaube, das waren über 10 Folgen oder ne, sogar mehr, weiß ich nicht. 10 bis 16 Folgen, glaube ich, wären das für die eine Questreihe. Das ist schon wild. Und jetzt gehen wir rein. Wir sind jetzt nicht Senior-Partner von diesen Regen. Genau, jetzt ist mir der Name jetzt eingefallen. Aber wir können trotzdem auf die Auftragsbörse zugreifen. Und wir haben ein eigenes Büro. Mal schauen, ob wir das auch... Was leckt denn hier so beim Laden? Ob wir das auch bei anderen Firmen schaffen. Ob ich bei InfinityRTDStore.com das auch schaffe, weiß ich nicht. Ich habe da eigentlich ziemlich viele Feinde gemacht gestern. Ich habe da einige erschossen. Mal gucken. Das ist unser Büro. Das ist unser Büro. Das ist unser Büro hier. Nehme ich die Sachen nicht mit. Ich frage mich nur, warum habe... Achso, ist fix 60 Frames oder was? Nee. 60. Okay, ich sehe jetzt gerade, es sind 60. Es werden nicht mehr, auch im Menü nicht. Ist das... Ist V-Sync an oder was? Einstellungen. Gameplay. Nee, Anzeige, gell? Forcing ist aus. Forcing ist aus, trotzdem nur 60 Frames. Und der capped doch auf 60. Da stimmt was nicht, aber haben wir jetzt keine Zeit, uns damit zu beschäftigen. Wir müssen hier weiterspielen. Was habe ich verändert? 2 Sachen habe ich noch drauf getan. Erstmal habe ich den Deutsch-Patch installiert für dieses Star UI, nennt sich das. Dann ist das jetzt alles noch, also noch deutscher. Meiner Meinung nach war es vorher auch deutsch, aber ist jetzt auch noch deutscher. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht genau. Und dann habe ich die Quest, so eine Questliste da, dass die Quests kleiner sind, dass man mehr auf einmal sieht am Rechner. Weil man hockt ja schon ziemlich nah dran. Bei der Konsole und so, wenn man da 10 Meter weit weg vom Fernseher geht das, aber am PC ist angenehmer. Und ich habe von beiden die 120 Frames UI genommen. Gut, kann sein, dass sich irgendwas verstellt hat und ich hoffe, ich komme jetzt 60 Frames zurecht heute, weil Game Sickness kickt halt rein. Hey Voodoo, hallo Abend, was geht, moin. So, 60, wie schlappschwanzmäßig 60 Frames. Machen wir mal V-Sync ein. Und V-Sync wieder aus. Ja, hallo Chat, wie geht's? Bitte eins in den Chat, wenn er mich mögt. Oh, ich bin rausgeflogen aus dem Game. Schade, schade, schade. Spiel neu gestartet und es scheint zu funktionieren. Ich mache jetzt nichts mehr. Ich hoffe, das geht gleich wieder. Also das geht jetzt komplett wieder die ganze Zeit. Gott, Action Jackson hier. Also, Quests, sabotiere Light of Fire, das sind die Quests, die wir jetzt exklusiv haben aus dem schönen Board. Das Ding ist, machen wir jetzt weiter für die, machen wir noch die 3 Quests und machen dann Ende oder machen wir jetzt für andere? Schau mal, hier sind, das ist für Constellation, für die Constellation, ach Constellation sind ja die teilweise Main Quests, ne? Letzte Worte. Hört ihr die Audioslate für Claire Anutlantis an? Komm, wir fangen jetzt einfach mal rein damit. Das ist mir gerade ins Auge gestiegen. Also, ja, hat jetzt nicht so, also hat schon wehgetan im Auge. So, setzen Sie Kurs auf die Slate von der Typ da, Kursmann, Kursmann hier und. Energie! Halbes Warp. Immer wieder ein schöner Moment, zum Schiff zurückzukehren. Immer ein schöner Moment zum Schiffen. So.
Immer ein schöner Moment zum Schiffen. Gut. Ich finde ich toll. Oh, was liegt denn hier? Guck mal. Was ist denn hier passiert? Diese Einzelteile. Oder habe ich hier mal nicht eingesammelt oder was? Als ich Leute hier abgeschossen habe. Ich will das Stück. So. Schön einsammeln. Transportkiste. Oh, ist das vielleicht... Ist das Schmuggelware? Das Schiff geht sehr schnell. Ist das Schmuggelware oder was? Nee, oder? Interface, alles. Ne, ich weiß es nicht genau. Okay. Wir haben jetzt hier das gehört. Das. Let's go. Ist das jetzt hinboosten oder landen? Was machen wir jetzt? Wir haben jetzt auf jeden Fall irgendwas gefunden. Irgendwas gefunden auf dem Weg. Der Einstieg ist immer wild, weil man weiß nicht, was uns erwartet. Ui. Folge der Verzerrung auf dem Scanner. Erwirb die Kraft. Warum erwirb die Kraft? Ich bin hier bei Höre die Audios Slate an. Jetzt sind wir auf einmal zur Quest, wo wir es die Kraft holen. Das ist ein wildes Hin- und Herporten gerade. Okay. Hier. Ist das jetzt wirklich die Ding oder was? Taucht nicht auf hier, Scanner. 300 Meter? Militärposten, die Quest? Echt, sind wir jetzt wirklich hier draußen? Das wirkt alles sehr random gerade irgendwie. Okay, ich sehe nicht mehr. Mal kurz Licht an. Gescannt haben wir hier schon alles. Okay, anscheinend müssen wir zu dem Militäraußenposten. Ich weiß gar nicht mehr warum und zu welcher Quest das genau gehört, aber ist es dabei? Ist es noch an hier? Ja, alles gut. Okay, gut. Mal kurz den technischen Zustand checken vom Spiel. Oh. Ja, bitte. Ja, wie geht's? Hast du schön geschlafen? Bist du fit? Bist du fit? Starten wir gleich durch, oder drei was? 3 Stunden geschlafen. 3 Stunden? Das ist zu viel. Bitte morgen weniger. Ja. Das geht so nicht. Die Frage ist denn, wo ist denn meine Begleitung überhaupt? Hä? So, ich muss jetzt mal 110 anrufen. So, hast du irgendwas komisches gemacht? Ist das Spiel irgendwie kaputt, weil hier steht, hör dir die Audioslate für Claire Men, für Claire Manzani und Atlantis an. Warte mal, Notizen. Eine Einladung. Slate Verschlüsselung. Nee. Vertragsanweisung, nee. Charter. Irgendwie glaube ich, dass was kaputt gegangen ist hier gerade mit dem Game. Da ist sie. Wo kommt sie jetzt hier auf einmal? Also bei dem Game oder bei der Quest gerade? Nicht, dass dieses, dass das hier diese, dieses, diese Mod das kaputt gemacht hat. Dass ich vielleicht, die falsche Quest anwähle? Okay. Alter, ja, du könntest doch mal ruhig Tschüss sagen, Alter. Was seid ihr für scheiß Weiber? Was machst du denn, Bruder? Was erzählst du da für komische Sachen? Okay, das ist definitiv falsch hier. Ich hab bei der Wohnungsbaugenossenschaft angerufen, die sollen ja herkommen hier. Ich will ja noch eine Sache klären. Dann sollen die doch kommen. Ist doch schön. Die kommen schon. Komm, es gibt Welten zu erobern. Ich dachte mir, das Spiel ist gestern so gut gelaufen. Ja? Gags macht nichts. Ich dachte mir, ich habe zu viel gemacht.
Da wird schon nicht schief gehen. Ist doch die Beleuchtung so strange heute. Okay, ich glaube, das ist hier wirklich falsch. Kann es sein, dass er die falsche Quest anwählt, weil das Interface hier verändert wurde? Die letzten Worte. Gut, dann fliegen wir mal woanders hin. Töte die Piraten auf dem Ding. Vielleicht geht das ja. Gax, kannst du mal meine Katze nehmen? Nee. Ich sterbe, wenn ich die nehme. Bin allergisch. Sag mal einen guten Grund, dann glaube ich dir. Bin allergisch. Allergisch. Hol dir das Kopfgeld für Piratenmarodeur. Habe ich das anmarkiert? Hallo, lieber Chat. Ja. Was meckerst du denn schon wieder? Bin ein bisschen verwirrt gerade. Wir sind am Ziel. 62 Frames Cap, jetzt irgendwas passt hier nicht. Bin halt gespannt. Wann ist alles klappt, aber laut ist immer noch das Spiel, das ist wichtig. Als Entdecker braucht man Mut. Und in diesem Fall auch einen Anzug. Okay, also das ist aber richtig. Hol dir das Kopfgeld für Piratenmarodeur, okay. Gut. Ach so, vielleicht. Ne, das hat mich auf jeden Fall safe. Hat mich auf jeden Fall safe woanders hingebracht. Die andere Quest. Mit den New Atlantis. Oder. Ich muss nochmal schauen. Wir uns später. Nach Kräften, keine Industrieunfälle auszulösen, während wir hier sind. Okay, keine Industrie. Okay, gut. Schauen wir mal, was hier passt. Auch das richtig hier. Ja. So, da bin ich immer gespannt hier. So. Nichts. Schade. Wie nicht schade? Ah, hier diese Sache brauche ich doch. Okay, das ist Dichtmittel da. Das ist Dichtmittel. Okay. Holpriger Start. Aber nicht schlimm, kriegen wir schon hin. Gut, dann telefoniert da irgendwie, oder? Zieht hier oben. Digga. So. Gut. Ja, hallo. Spricht da die Psychiatrie? Gib auf und ich lass Gnade walten. Ich hab da mal hier eine Frage. Ich hab hier so einen Streamer, der heißt Gax. Und der hat eine Macke. Können Sie den mal irgendwie abholen? Das ist ein Kompliment. Ich hab nur eine Macke, geil. Also der ist eigentlich ganz pflegeleicht. Also der braucht bloß eine Maus. Ich glaube, wir sind. Kann auch tot sein. Und ein Keyboard. Was für die rechte Hand die Maus. Ja. Yo. Eine linke Maus brauche ich. Linkshänder ist er. Hä? Rechts? Und eine Linkshänder-Tastatur brauche ich auch. Ja. Linksmonitor. Oh mein Gott. Du links mich ja. Okay, ich glaube, das scheint zumindest richtig zu sein. Die Agentin, die sucht ist hier. Oder links. Weder noch. Ist das hinter dem Ding? Ja, gell? Ja, das ist hinter dem Ding. Da ist der Vagabund. Mal nachladen für den, oder was? Level 16. Hey, Botrix, wie geht's? Oha! Ich muss hier... Ich muss hier aufsperren, dass ich ihn raushol. Oh. Okay. Den Wortes habe ich gebannt auf der anderen Plattform, weil er mich zuspammt. Das macht man jetzt nicht mehr. So ein Ding ist das. Boah, das Meisterschloss. Okay, wir fangen mit dem Meisterschloss an. Was mache ich heute den ganzen Tag? Oh mein Gott. Okay, das nehmen wir anscheinend. So. Das sind vier Löcher. Wir haben vierer. Haben wir 1, 2, Vierer haben wir. Wir haben nur noch 2. Die passen nicht, oder? Vierer, 2. Nee. Was haben wir an Dreier?
Das ist auch Vierer. Eins, zwei. Zwei Vierer haben wir. Die passen nicht. Also zumindest nicht, dass ich es jetzt sehe. Gut, die passen nicht. Dann die Dreier. Drei müssen ja wieder mit dem Einser spielen. Also drei und eins müsste es sein. Oder zwei, zwei. Zweier haben wir. Wir haben noch zwei Einser. Drei Einser haben wir. Also machen wir drei Eins, oder? Und das klappt. Müssen wir ja. Zwei, zwei, drei, eins. Zweier, Dreier. Das. Und das. Soll ich mal Randy Andy probieren einfach? Einfach so YOLO machen? Vielleicht geht das ja. Nein. Ah, glaube ich auch nicht, Diggi. So. Das ist wie gestern. Das ist anscheinend ein UI-Fehler oder so. Ich möchte das da reintun und das geht nicht hier. Hier, das din. Das will nicht. Das hatte ich gestern schon. Dünn. Okay. Wenn das Spiel sich querstellt, ist nicht geil. Dünn. Ja, wie machen wir das dann? Das, was passt, geht nicht. Also das möchte nicht, das, was passt. Anders geht's nicht. Ich habe keine 3 Einser. Das geht nicht. Das. Ja, das wird da gehen, aber ich habe nur 2 Einser. Das Zweier müsste dahin, aber geht nicht. Das 3. Ja, geht nicht. Es geht nur das Ein hier hin. Ich probiere jetzt mal alle durch. Irgendwie ist da manchmal so ein Fehler, dass. Ich gestern schon. Ne, das geht nicht. Dann machen wir das 1 erstmal hier rein. Dann geht vielleicht das 2 rein. Auch nicht. Alter. Was denn heute los, Digga? Sieben und zwei, ist alles richtig, wie immer. Kann das nicht öffnen, wenn das nicht reingeht. Ich hab's jetzt woanders reingetan, das Ding. Dann mache ich das so. Oder lässt er mich das nicht machen, weil er weiß, ich brauche das später oder was? Das ist Drange. Das ist Drange. Genau so ist es. Ich bin ja schon da warm, ist da warm, was da? Was mit dir? Oh, wer ruft denn jetzt wieder an? Ich hoffe, der Richtige. Ja, bitte? Ja, hallo. War sicher jetzt aus demnächst. Aber das klappt und, doch so nicht dann. Wegen Renovierung und sowas, da würde ich gerne nochmal jemanden sprechen vor Ort hier. Können wir da mal irgendwie einen Termin machen? Eins. Nee. So. Das Eins. Jetzt klappt's. Also dann, nun stirbst du! Boah, fast tot, Alter. Boah, habt ihr das Geräusch gehört? Boah. So geheilt und so komplett weit weg irgendwie. Der hat mir... Ey, ich hab HP gesehen, einmal weg. Krasse Scheiße. Fast tot. Oh mein Gott. Okay. Hey, wir haben eine Quest geschafft. Geil. Wir haben die erste Quest heute geschafft. Das war so eine Standard-Quest von den Missionsaufträgen, von den normalen. So, Gax. Oh Gott. Noch lauter. Ja, bitte. Sie wünschen? Wenn ich dir sage, Ditze. Was ist denn Ditze? Für Ditze. Na, verstehst du das? Ditze? Nee.
Deutsch sprechen. Hilfe. Witzi. Ja, was ist denn mit der Bullshit, Digga? So nicht mit mir. Ich habe nicht gesagt Mizi, ich habe gesagt Dizi. Dizi. Ja, was ist denn Dizi? Verstehe nicht. Was soll das denn sein, Dizi? Ach, du bist so doof, Alter. Du hast ja einen IQ von 500, Alter. Du weißt ja gar nicht. Schönes Herz, danke schön. Ich habe schon gesehen, dass du geschickt hast. Das habe ich doch schon lang gesehen, Digga. Hier. Für deine Miezi hast du das Herzchen Scheiße, gemacht. Alter. Hast du das für deine Miezi gemacht, das Herzchen? Nein, das habe ich für dich gemacht. Das ist ja süß, dann gibst du ein Herzchen zurück, Moment. So. Wie machen die Influencer immer das? Wie geht das so, oder? Oder so. Oh, du kannst das ja. So eine Scheiße, Digga. Ja klar, geil, ich bin der Profi-Influencer. LOL! Profi-Influencer. Ja, da tust du mal kurz jemand Ratz wieder hinschmeißen, legst dich hin. Du bist ja die herzlichste Person. Ja, Herz aller Herzhaft. So ist es, okay. Warte mal, man muss, glaube ich, den Daumen hier, warte, du musst das hier zumachen und dann so machen, gell? So geht's besser. Aber so geht's auch, Digga. So. Okay. Schönes Bild. Ist das aus San Fran, das Bild? Nee, das ist die. Ist das die Golden Gate? Nee, das ist, glaube ich. Ist das nicht die Golden Gate? Golgate. Nordkorea. Der Sturm hat das Spiel auch? Wie? Das geht nicht. Nachmacher, lösch dich. Nur ich darf das Spiel spielen, Digi. Und? Was sagst du, Stormy? Warst du die Person, die es mit der Xbox Game Pass hat? Hier gibt's ja bloß einmal, Stormy. Da liegt doch nie rum, Alter. Der Gax hat sich das gekauft. Du hast das gar nicht. Du hast doch bestimmt Solitär, hast du Heme. Ich hatte gestern epische, kranke Questreihe, Stormy. Wie ist bei dir? Hast du schon epische Sachen erlebt im Spiel? Bei mir ist es schon Tag 10 heute. Und schon einige schief gegangen an Tag 10. Digga, habe ich das erste falsch reingetan? Warte mal. Ich check den Tresor nicht. Was für ein Tresor? Schmeiß den weg. Brauchst keinen Tresor. Auf dir Rucksack. Das Knacken. Ja, dann es gibt so viele andere Inhalte im Spiel, weißt du? Einfach diese Sachen da rein tun. Also ich mach's ja gerade. Einfach diese Dietriche oder diese Sachen in das richtige Loch. Also es ist halt. Also ein Loch-Skill ist gefragt, Digga. Ist das nicht für jeden was? Wisst ihr? Diese Sachen, die da reinpassen. Ich bin jetzt halt schon bei Meister. Ich habe 5 rein. Das war jetzt nur Lehrling. Du drehst so lang, bis die Löcher reinpassen. Wenn das eine nicht passt, nimmst du das andere. Wisst ihr? Rechts sind die Muster und links in der Mitte ist halt das Schloss. Und das ist ein Kreis und der Kreis hat Löcher und du musst die Löcher mit den richtigen Dietrichen stopfen. Nee, ich muss es ja machen wegen einer bestimmten Mission und habe, glaube ich, 16 Dietrich verschossen. Ja, gibt Mission, dann muss ich halt auch machen. Ich musste mich ja auch rein Dietrichen, sage ich mal. Ja. Wenn ich noch ein leichtes Schloss finde, kann ich es dir ja gerade zeigen. Habe ich jetzt nicht gewusst, ich habe gerade ein Schloss gemacht hier. Also, es ist eigentlich ganz einfach. Was für ein Schloss ist denn das? Was für eine Stärke? Was steht denn da? Anfänger, Lehrling? Wie wild ist denn das Schloss?
bin halt schon beim Meister, aber Meister ist halt Endgegner. Ich habe für, ein Schloss davor, weiß nicht, wie das heißt, vor Meister, habe ich 10 Minuten gebraucht. Also am PC drehst du mit AD, drehst du dieses im Kreis. Da ist ein Kreis mit Löchern, das muss da rein. Ja, ich muss mal... ja, vielleicht finde ich ja noch eins in dieser Dinge, dann kann ich es dir nochmal zeigen. Nachsehen lohnt sich immer. Man weiß nie, was man in den Taschen findet. Nachsehen lohnt sich immer, ja, da hast du recht. Okay, ich habe jetzt... ist diese Station klein? Hier, schau. Schau her. Also, Lehrling. Das ist, glaube ich, sogar schwerer oder einfacher. Ich weiß nicht, ob Lehrling vor Anfänger steht. Ich glaube, keine Ahnung. Ich glaube, drüber, drunter. So, ich gehe jetzt hier rein. So. Jetzt siehst du in der Mitte das Schloss. Also einfach, kannst du als Kreis sehen. Ein Kreis, was Löcher hat. Und du musst diese Löcher ausfüllen. Und rechts hast du die Möglichkeit zum Ausfüllen. Und du drehst das halt hier so rum. Du schaust dir halt hier an, was du hast und versuchst quasi das richtige Muster einzufügen in den Kreis. Wisst ihr, ich drehe jetzt hier rum und jetzt habe ich 2-3 Mal gedreht und habe das jetzt hier, das würde passen theoretisch. Alter, willst du mich verarschen? Jetzt hat einer von der Stromversorgung angerufen, der wollte mir aufschwatzen, Alter, dass ich einen Vertrag brauche wegen der Strompreisbremse. Na jetzt mach doch mal. Ja, besser ist das, besser als wenn es noch höher geht hier. Mhm. Darum ja, ich habe gleich meine Kontodaten und E-Mail, Adresse, alles durchgegeben. Also geil, jetzt habe ich einen Vertrag mit der Strompreisbremse. Geil. Ich hoffe auch, hast du meine Daten. Also hier, Stormy, dann kannst du das hier so reintun. Also das würde passen. Siehst du? Das heißt, es füllt diese Löcher aus. Wenn ich jetzt mit dem rumgehe, das passt nirgends. Doch, das passt hierhin, okay. Das passt zum Beispiel hierhin. Also das eine passt dahin und das passt hierhin. Das Ding ist jetzt, die passen ja auch in die gleichen Löcher. Du musst halt auch schauen, also das ist jetzt bei dem nicht so schwer, weil das halt ein Lehrling-Ding ist, du musst halt vorausschauen, was in das letzte Loch gehört. Ne? Weil das letzte Loch, das musst du halt dann haben. Ich mach das immer so, ich zähle halt erstmal. Ich nehme halt immer, schau halt immer, dass ich erst ein Viererloch fülle. Weil wenn ein Viererding weg ist, ist halt geil, super. Viererloch ist weg, gigantisch. Dann schaue ich, welche Dreier da sind, dann mache ich die Dreier. Und ich zähle halt vorher die Löcher. Also jetzt hier sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 7 Löcher. Also könnten wir 4, 3 machen. Wir könnten, genau, 4, 3 muss halt gehen. 7 bei 7. Also 4, 3 sind 7. 4, 2 sind 6. Das geht nicht. Ich weiß nicht, wo genau... was genau verstehst du denn hier nicht? Muss mir vielleicht spezifischer sagen. Ich kann das auch nicht erklären. Ich genau so gut vielleicht. Aber ich hab's halt irgendwie rausgefunden mit der Zeit. Und wenn du beim letzten Kreis bist und du das nicht der richtige Dietrich passt, dann hast du einen beim vorherigen Kreis halt schon genutzt, den musst du dann umplatzieren. Ich kann immer nur 1 anwählen, aber nicht R. Drehen kann man da nichts. Ich weiß nicht, wie es auf Controller geht. Man kann safe drehen. Das ist Sinn der Sache, du musst drehen. Tastatur, AD, Controller, vielleicht analog, PC, so. Ja, A und D halt, sorry. A und D. Wisst ihr? A, D, A, D. Also AD ist einfach links, rechts, weißt du ja eh, WSAD, klar. Denn wenn du nicht drehen kannst, dann kannst du die Sachen noch nicht ausfüllen. Weil nur durch das Drehen kannst du halt die Platzierung ändern.
Du musst schauen, also ohne drehen geht's halt nicht. Weißt du? Geht auf jeden Fall. So A, D und dann geht das. Ich sehe hier gerade, das steht gar nicht hier. Es ist halt normal, dass Starfield dir nicht Sachen erzählt oder sagt, wie sie funktionieren. Manchmal ja, manchmal nein. Aber öfters nicht. Genau, wenn du drehen kannst, dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Weil du hast ja ohne Drehen gar keine Chance. Weißt du, ohne Drehen ist halt easy. Nee, das ist ein Singleplayer-Spiel. Reines Singleplayer-Spiel ist das. Kein Koop, nee. So, richtig so, weil Koop-Spiele stimmen mich immer nur traurig, weil ich niemanden habe, der mit mir spielt. Bin immer alleine. Brauch keine Koop-Spiele. Bei Koop-Spielen frage ich eine Woche im Discord, im Chat, will jemand mit mir spielen? Keine Antwort hat. Dann bin ich traurig. Und bei einem Singleplayer-Spiel bin ich froh, dass es keinen Koop gibt, sonst werde ich wieder traurig. Stehst du? Reines Singleplayer-Spiel. Ist selten heutzutage, weiß ich. Doch mein erstes Bethesda-Spiel. Aber finde ich ist okay, weil es gibt... Ich habe die Schublade aufgemacht. Es gibt so viel zu entdecken. Ich glaube, da wird man sich zu zweit schon in die Quere kommen. Vielleicht programmieren die ja... Die Modder programmieren vielleicht so eine Koop-Mod, wie bei Skyrim, habe ich gehört. Gibt es da auch eine? Aber ich glaube, dass Bethesda eigentlich immer Singleplayer gemacht hat, ne? Skyrim ist Singleplayer, Fallout ist Singleplayer. Okay, nee, Bethesda war mal anders drauf. Ich habe noch kein Bethesda-Spiel gespielt, aber soweit ich weiß, immer nur Singleplayer. Also ich kann das nur Fallout und Skyrim nennen. Also Oblivion halt alle, die sind halt alle Singleplayer, ne? Ja gut, das ist ja explizit ein Open World. Genau, ich meine halt Fallout 4 oder Skyrim. Die waren ja alle Singleplayer. Und Fallout 4 ist halt ein gutes Beispiel für Bethesda, aber ja, das ist glaube ich Multiplayer. Ist halt der Versuch gewesen, irgend so ein Open World Spiel zu machen. Und sonst, Schlösser hin oder her, wie gefällt's dir? Wie läuft das Game so bei dir? Oh, da draußen ist was. Hier drüben! Ich bin hier raus! Okay, ich hab jetzt den Auftrag schon erledigt. Man darf nichts Nützliches zurücklassen. Ja, auf keinen Fall hier. Fallout 3, Las Vegas und so weiter habe ich alle schon durchgespielt. Läuft auf 4K super. Schäm dich abgehoben, solche Spiele auf 4K zu spielen. Das macht man nicht. Das ist ja frech. Es gab's doch kein 4K. Wo ist denn der hin? Chance. Ich komme jetzt nicht einmal da hoch. Sondern 2K mit Kurbel. Ja, das ist ja. Das ist genau den gleichen Spruch habe ich gestern im Jens geschrieben oder heute, früh, als ich wach wurde. Er spielt GTA 4 mit Mod und 4K und so. Abgehoben. Weißt du, ich meine? Abgehoben. Sowas zu sagen. Schämen soll man sich. So alte Klassiker einfach so hochwertige Grafik dazu nutzen. Da müssen Pixel hin. Das muss auf 640x480 gezockt werden. Am C64er, so ein Ding. Dann ist es authentisch.
Ja, gut, wenn du Fallout gefühlt alle gespielt hast, wie ich jetzt da lese, hast du ja, glaube ich, mit dem Spiel gar kein Problem. Es ist halt das Fallout... Wir können Dinge einstecken und später begutachten. Es ist halt Fallout-Universum, das Bethesda hier, und das ist das UI, das ganze Stuff ist ja schon so ähnlich aufgebaut, obwohl es im anderen Universum spielt. Jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's, was ich sagen will. Freut mich, dass sich wieder eine Person zu den Starfield-Desen gefunden hat. Oh Gottes Willen. Oh mein Gott. Seriously? Oh mein Gott. Expertenschloss. Oh Mann, warte. Das kann ein bisschen dauern. Ihre. Eine Vierer habe ich denn? Ich habe. Keine Vierer mehr. Dann das einzige Vierer, oder? So, an sich bin ich innerhalb 3 Stunden Level 6 neues Schiff. Ich weiß gar nicht, jetzt ehrlich gesagt, was gut oder schlecht ist von der Zeit her. Ich habe da nie auf die Zeit geschaut. Ich habe einfach gemacht und ich kann dir gar nicht sagen, wie es bei mir war. Klingt aber erstmal nicht verkehrt, würde ich sagen. Klingt aber erstmal nicht verkehrt. Hoffentlich gelingt dir das, bevor wir entdeckt werden. Warum entdeckt, meine Liebe? Wir haben alle erschossen. Wir haben alle erschossen, you know? Also, ich glaube, hier ist niemand mehr. Also, vielleicht eins, vielleicht noch einer oder so. So. Aber geil. So, genießt du das Spiel auf jeden Fall, wenn du die anderen Games schon gespielt hast. Was haben wir denn hier Schönes? Geringer Fortschritt. Trotz mehrerer Meldungen zu erhöhten Piratenaktivitäten in diesem Sektor wurde uns die Verbesserung unserer Sicherheit verweigert. Und wieder sind die ohne Kampferfahrung in einem gefährlichen Gebiet. Wird wohl Zeit für einen Karrierewechsel. Okay, weiter geht's. Wenn ich darüber nachdenke, haben wir im Lagerraum ein ordentliches Waffenarsenal. Von uns zwar keine, von uns kann zwar keiner kämpfen, aber hoffentlich weiß jemand, wie man sie bedient. Aber wir machen hier etwas vor. Oh, Bürotür und Riegel habe ich. Lagerraum öffnet, okay. Und mach nebenbei Missionen und quer, was immer auf die jeweiligen Planeten ist. Ja, mache ich auch. Kreuz und quer. Komplett durcheinander. Ja, ja. Deswegen habe ich auch irgendwie 3 Millionen Missionen, die ich halt nie fertig kriege. Hast du schon eine Kräf? Ja. Mhm. Ich habe schon eine Kräf. Bisschen Basisbau habe ich schon gemacht, aber nicht so richtig, weil ich habe es total falsch gemacht. Ich habe mir danach mal einen Guide angeschaut und das ist halt schon mit dem... Ja, besser, aber ist mir egal, muss man gar nicht. Also man kann natürlich das ganze Spiel durchspielen, ohne dass du jemals irgendwas upgradest, irgendwas craftest, irgendwas baust. Einfach durchzocken. Aber ich möchte das alles angehen. Ich habe mich mit Schiffsbau beschäftigt. Zweimal eine Stunde und einmal eine halbe Stunde. Das hat meinen Kopf kaputt gemacht. Das ist dann, irgendwann hat es funktioniert, aber es war halt doch ein bisschen ekelhaft. Ich sag Ihnen, wie es ist. Ja, lass dir da Zeit. Musst du nicht, kannst du, aber ja, du kannst halt ein bisschen rumbummeln. Am PC ist die Steuerung ekelhaft. Am PC ist die Steuerung jetzt nicht so gigantisch, was es angeht. So. Bei mir ist es so, ich spreche mit jedem. Ich lese jeden Dialog, die Dialogoption laut vor. Dann tue ich jede Dialogoption auswählen, genieße das Ganze, so als Story, als Film, reagiere darauf, was sie sagen, also ich selbst, als Mensch. Dann reagiert mein Charakter darauf, was gesagt wird und dann geht es immer weiter. Dauert also ein bisschen, weil
Ich habe gesehen, dass das Spiel in 200 Stunden durchspielbar ist, zu 100% sogar. 18 Stunden Main Story, 40. Oder wie viele Stunden ist dann die andere? Warte mal kurz, hier steht es ja, bevor ich einen Scheiß laber. So, 18 Stunden Main Story, 45 Hauptnebenquest und 212 vollständig. Geht bei mir gar nicht. Ich schau, wenn ich mir alles anschaue, jede Dialogoption, alles aussuche, alles wähle, ich bin, glaube ich, jetzt bei 70 Stunden. Und ich bin noch nicht weit. Also ich bin, glaube ich, gefühlt erst 10% vom Spiel nach 70 Stunden. Weil ich sauge es in mich auf, ich genieße es und fühle es, weißt du? Manchmal sogar Gänsehaut, weil ich einfach zu sehr drin bin hier, also. Ich wäre zwar eher drin in meiner Begleitung hier, aber die hat mich noch nicht reingelassen. Also ich meine, die hat also da nichts auch, also egal wie. Ey, perfekt hier mit diesen G-Kräften hier. Schwerkraft hier vom Planeten. Okay. Gut, dann ja, haben wir das. Wie viel Gewicht haben wir gerade? 266 von 280. Eine Quest haben wir weiterhin fertig. So, verlass das Bild. Erkundet. Wunderbar. Ja. Und das Schöne ist, jeder kann das Spiel so spielen, wie er will. Und es gibt, glaube ich, kein richtig oder falsch. Das ist halt selten so in Spielen. So, oder zumindest, die ich gespielt habe. Wieso kann ich hier nichts wählen? Hallo? Map? Jetzt hat. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass es heute nicht so geil läuft, das ist das Spiel wie sonst. Energie. Ein Abenteuer abschließen und dann davonfliegen. Ich mag das Gefühl. Kannst du deine Fragen sonst wo hinstecken? Na klar, sicher, mach das. Also, ich freue mich auf weitere wilde Fragen und ich wünsche noch einen entspannten Dienstag. Bei uns wird es fast 30 Grad wieder. Hat mich gefreut, war nett, waren wilde Fragen, aber ich hoffe, dass mit diesem Dings klappt bei dir das und auch die Schlösser knacken kannst, weil nur, wenn man Schlösser knacken kann, ist das Spiel geil. Den Spiegel auf Hochglanz polieren. Möge die Macht mit dir sein, schnell und zuverlässig. Huch. Wir sind angedockt. Die Crew dieses Schiffes wird... Mensch, Udo, was ist mit dir, Diggi? Was schreist du denn darum? Nimm dich mal da. Benehmen sich mal hier. Ich dachte echt, dass hier alte Vorhaut. Boah, ich trau mich gar nicht nach Atlantis zu gehen, aber ich hab da gestern ziemlich viele erschossen. Ja, natürlich. InfinityLTDStore.com. So, Waffen. Was habe ich mir da für einen Scheiß gelootet hier? Ach, das mit der deutschen Übersetzung ist doch kacke. So, Gax, ich muss jetzt leider dich verlassen. Ich muss jetzt meine neuen Schlüssel holen. Hol das. Viel Spaß. Gönn dir. Unlock das neu, vielleicht brauchst du auch so Dietriche, wenn es nicht klappt. Kriegst du hin? Wer gezeigt, wie es geht? Genau, Alter, dann gönne ich mir erstmal einen Gönner-G. Mhm. Ja, und der Gönner-G ist der Tag zum Scheitern verurteilt. Jeden Tag aufstecken, Gönner-G reinhauen, Digga! Oder? So ein Ding. Mhm. Nur mit Taurine ist das ein geiler Tag. Muss sein. Also ich frag mich hier mit der deutschen... Dann mach das. Und dann, ja, hören wir uns vielleicht morgen, oder? Bist du, glaube ich, gar nicht mehr da, wenn ich auf bin. Bist du ja... Ja, kommst du ja später erst nachts oder so, schätze ich mal. Bist du Perversling. So nachts aktiv. Ja, du hast heute bis um 22 Uhr online zu sein. Nope. Wird sich dann wieder ändern, wenn es wieder kühler wird. Also morgen, übermorgen, aber erst nochmal. Nies doch mal den letzten heißen Tag, Alter. Den musst du richtig voll ausnutzen. Tu ich doch. Es ist ja offen. Ich habe da nicht zu. Weil gestern stick ich, deswegen heute zu offen und dann besser ist das. Also nicht alles offen. Nur einen kleinen Teil, damit ich ein bisschen Luft habe. Es geht doch leicht windy-windy. So, bei euch geht's ja los. Richtung vom Westen kommt ja Unwetter. Ja, habe ich gehört, dass es geben soll, aber habe ich jetzt noch nicht mit wahrgenommen, also irgendwie bei Alexa, das war nicht gesagt.
Ich wundere mich enorm, Alter. Es ist komplett irgendwas schief. Es sind die ganzen Anzeigen nicht richtig. So, ich muss jetzt los. Also, bis dann. Bis später. Servus. Was mich wundert, hier... Servus, grüßt euch und macht's gut. Mach's gut. Gags für jetzt. Over and out. Servus. Bis morgen. Bis dann. Was mich wundert, hier im Inventar ist das alles richtig. Die Waffen haben die richtige Kategorie. Also, oder, also hier episch, legendär, was weiß ich. Aber wenn ich beim Trade of Forest bin, bei der Handelsaufsicht beim Verkaufen, ist das nicht mehr der Fall. Warte, wir gehen mal kurz hier rein. Okay, ich habe die deutsche Übersetzung wieder rausgetan und ich habe auch gerade gecheckt, warum ich die Sachen nicht richtig gesehen habe. Kann man dir irgendwie... Ja, natürlich. Ich war bei Kaufen und nicht Verkaufen. Deswegen hat es nicht gepasst. Wunderbar, hier. Waffen, passt das alles. Aber ich habe die deutsche Übersetzung raus. Ich mache lieber DPS, möchte ich lesen, anstatt SPS. Spielst du auch hier, wenn du lernst das Spiel? Bei mir ist es gerade Tag 10 und ich habe eine Kopfgeldmission geschafft und bin jetzt beim Verkaufen hier. Ja gut, dann ist es eh schwierig. Die Entwickler haben ja selbst gesagt, dein PC ist schuld, wenn Starfield nicht auf dem PC läuft. Okay. Habe ich gesehen, ja. Aber es läuft. Ist alles gut. Ich habe viel rumgetweakt, alles passt. Ich habe keine Probleme mehr. Ich habe nur bei der einen Mod, die ich installiert habe, habe ich die deutsche Übersetzung rausgehauen. Damit ich wieder DPS lesen kann, anstatt SPS. Schaden per Sekunde. Ja, mir egal. Wenn ich DPS passt, dann schon. Ich habe viel rumgetweakt, ich habe bestimmt schon 20 Stunden damit verbracht, nur am Spiel zu tweaken. Tweaken heißt Mods installieren, hin und her probieren, Grafik-Settings, DLSS installiert, DLSS 2, DLSS 3 installiert, probiert, getestet. Und stabil lief es auch am Anfang nicht, auch ohne Mods. Und jetzt muss man halt ein bisschen abwägen, was man drauf tut, was man nicht. Und das läuft jetzt gut. Läuft jetzt gut, Frames, weiß ich nicht, so um die 80, 88 bis 120, je nachdem, was man macht. Manchmal auch weniger. Aber haut hin. Besser als 30 Frames auf der Konsole könnte ich kotzen, Alter. Katastrophe. Also Beowulf, normal, weg. So, ich bin der Drumbeat. Wie braucht man auch nicht die drei. Wie läuft es denn bei dir? Habe ich denn nicht einen Lichtschweißbogen, der auch... PC ist meiner Meinung nach auch immer noch besser. Ja, du, wenn ich sehe, dass sie auf der Konsole mit 30 Frames spielen, ich würde mir das Spiel auf der Konsole nicht kaufen. Weil 30 Frames ist für mich... Das ging schon damals auf der Nintendo 64 Sachen mit 60 Frames. Gefühlt. Und jetzt ist es nur noch 30 Frames. Also, würde ich mir nicht holen hier. Iron kalibriert. Nee, brauche ich nicht. Weg. Habe ich keinen anderen Lichtbogenschweißer? Doch, hier den da. Also kann ich den weghauen. Oh, ich muss noch kurz pennen hier mit dem Spiel, dass das Geld wieder da ist. Also, es passt. Momentan jetzt hier bin ich bei 75, 78 Frames. Ich könnte noch DLSS 3 machen, hätte ich 120 und so. Ich habe es auf 120 limitiert, da es stabiler läuft. Aber mit DLSS 3 gibt es noch ein paar Probleme. Oder? Dann leb wohl. Aber passt alles. Ich habe... Ich muss mal den Helm wieder ändern. Ich habe Sachen drauf getan, dass es funktioniert. Auch von den Farben her ist es nicht schön. Es sind viele Filter, die wurden entfernt. Die Farbanpassung wurde gemacht und so weiter und so fort. Ja, also ich spiele es dafür, kann ich spielen, aber nur... Aber wenn ich nichts anderes anhabe. Ja, das ist doch okay. Das ist ja okay. Muss ja nicht... Start ist ein PC, Start ist Starfield, passt, Ende. Ist da nicht geil optimiert? Und vielleicht kommt es noch, und wenn nicht, dann ja müssen, machen die Modder das, die haben es ja schon gemacht. Ja gut, das ist halt ein ganz anderes Spiel, kannst du nicht vergleichen. Anderes Spiel, andere Engine. Das, ja, schwierig. Ich glaube, man kann auch keine Engine mit der Engine vergleichen. Du wirst auch Fortnite und sogar vielleicht sogar Ark spielen können, aber das Spiel halt nicht. Das ist halt
Unvergleichlich. Unvergleichlich, sage ich Ihnen. Ich spiele das aber, ich weiß nicht, ob viele so spielen, das ist mein erstes RPG, also nach Baldur's Gate 3, das zweite, also generell mein erstes Bethesda-Spiel, kein Fallout, kein Skyrim, nichts gespielt. Bisschen neu das ganze Universum, generell RPG und auch Bethesda-Games. Und ich finde mich da noch zurecht, gefällt mir auf den Tag zu Tag besser. Ich quatsche mit jeder Person, höre mir an, was ich zu sagen habe, lese laut vor die Optionen, die zur Verfügung stehen, wähle eine aus und reagiere dann noch darauf, was sie sagt. Als mich als Mensch und noch als Spieler. Da wird es ewig dauern, bis wir das Spiel haben. Aber macht ja nichts. Zum Glück. So. Wie weit bist du denn? Also, was? Wie lange spielst du schon das Game? Seit. Kannst du ein gutes Wort für mich anlegen, wenn du meine New Atlantis bist? Ich glaube, bei mir ist jetzt heute Tag 10. Gehen nicht durch. Also Spieltag ziehen. Meine Mutter wollte, dass was kann die Handelsauf? Selbstverständlich. So, also verkaufen. Waffen. Okay, Lichtbogenschweißer. Nochmal kurz hier als Munitionssortierung. Erst seit gestern. Oh, geil. Also, nimm dir Zeit, schau dir alles an. Kein Stress, gar nichts, auch wenn du das ganze Jahr nur noch das eine Spiel spielst. Genieß es. Also kann ich nur so weitergeben, ich habe das gemacht und es, ich habe natürlich auch viele Sachen nicht gesehen, übersehen, aber das weiß ich jetzt und mache das halt jetzt besser. Aber wenn man halt das alles schön langsam selbst herausfindet, passt es ja. Das Spiel sagt einem nicht viel, aber das ist anscheinend Bethesda-typisch, das wusste ich nicht, aber es ist auch nicht so schlimm. Tja, Mütter, was? Habe ich die Waffen noch? Eins? Hier habe ich alle noch, okay. Kann ich behilflich sein? Bei mir ist so, ich habe die ersten 3-4 Tage war ich sehr, sehr skeptisch, weil irgendwie habe ich so ein offenes Weltraumspiel erwartet wie Skyrim. Habe das nicht bekommen, war so ein bisschen skeptisch. Aber von Tag zu Tag wurde es besser. Ich habe am Anfang im Spiel so eine 5 von 6 von 10 gegeben. Mittlerweile bin ich so bei 7,5, vielleicht sogar 8, weiß ich nicht. Also die Charaktere geil geschrieben, die Dialoge sind super, die zufälligen Random Begegnungen, also die Random Begegnungen sind geil. Es ist, die CPUs oder die Charaktere reagieren auf dich gut, haben schöne Texte, super. Also von daher, genau, 6 von 10, ja. Okay, ja, das verstehe ich. Du, ich war am Anfang, wie gesagt, 5 bis 6 von 10, jetzt bin ich bei 7,5. Wenn ich so drüber nachdenke, was ich schon gemacht und erlebt habe, vielleicht sogar 8, aber das, wir wollen jetzt mal hier die Dorf im Kirche lassen. Also die Kirche wollen wir ins Dorf stellen, aber erstmal stehen lassen und nicht reingehen. Ne? Wollen wir erstmal da nicht reingehen, so ein Ding. Auf welchem System spielst du das denn? So. Anzüge. Das weg. Rucksäcke weg. Helme. Weg. Kleidung. Businessman behalte ich noch. Space Trucker weg. Wartung. Tarnung. Forschungsergebnisse egal. Zieh mich da doch jetzt nicht um. Techniker, schwarz, Street und Tarnanzug 25% weniger. Vielleicht brauche ich das nochmal irgendwann. Ich hatte 4 Dinger behalten hier. Das tue ich weg. So, jetzt bin ich gerade ein bisschen am Sortieren hier, aber ist normal. Nach einigen Looten muss ich halt Allheilmittel. Okay, krass. Bewegungstempo, Überzeugung. Nein, weg. Ich habe am Anfang so viel behalten, ich habe alles behalten, ich hatte den ganzen Schrank voller Medizin. Jetzt behalte ich nur noch Sachen, die mich halt direkt heilen. Also nicht direkt heilen, sondern direkt